Fliesenrechner aufzeichnen. Die Aufzeichnung läuft und ich starte mal hier die Präsentation. Ich sehe Sie jetzt nicht. Das ist irgendwie, ich habe ja so einen geteilten Bildschirm und dann kann ich nicht sehen, wenn Sie da eine Reaktion zeigen. Das ist irgendwie von meinem Keynote jetzt hier irgendwie verdeckt. Dann müssen Sie einfach reinsprechen, wenn es Fragen gibt. Ne? Auch einen Chat habe ich irgendwie jetzt nicht im Vordergrund. Das klappt irgendwie nicht. Ja, Analyse von Algorithmen. Hatte ich ja in dem Kurs, ist das dargestellt, das will ich ganz kurz nochmal wiederholen, eigentlich relativ ausführlich an diesem Beispiel Insertion Sort. Insertion Sort ist dieser Algorithmus, den man typischerweise auch verwendet, wenn man jetzt irgendwie Karten spielt, was auch immer, Skat, Doppelkopf, was auch immer Sie da vielleicht spielen, und man kriegt jetzt beispielsweise diese Karten hier auf die Hand und möchte die in irgendeiner Art und Weise sortieren. Und hier machen wir das jetzt einfach mal aufsteigend. Das sind jetzt Karten einer bestimmten Sorte. Hier Spielfarbe Kreuz bei diesem Kartenblatt. Und die müssen wir jetzt einfach aufsteigend sortieren. Und wie geht man da im Prinzip vor? Man fängt mit der, man lässt sozusagen die Menge der sortierten Karten anwachsen. Wenn ich nur eine Karte betrachte, ist die bereits sortiert, der Rest ist noch nicht sortiert. Diese eine Karte ist natürlich dann in aufsteigender Reihenfolge. So, dann nehme ich die zweite Karte dazu, die nächste Karte, und bringe die sozusagen an die richtige Stelle. Ja, das ist jetzt hier schon der Fall. Die sind auch bereits in aufsteigender Reihenfolge. Spannend wird es jetzt bei der nächsten Karte, wenn wir uns die nächste Karte angucken. Ja, die ist natürlich jetzt bezogen auf diese drei bislang entdeckten Karten noch nicht sortiert. Ja, die müssen wir jetzt sozusagen hier ganz nach links bringen, vergleichen die mit jedem Element. Das machen wir. So lange, bis wir ganz am Ende angekommen sind. Hier die 3 wird auch an die richtige Stelle gebracht, indem sozusagen in einer verschachtelten Schleife, das Ganze läuft ja in einer verschachtelten Schleife, eine außenliegende Schleife. Mit der Schleife lassen wir sozusagen diese Folge hier anwachsen. Ja, das sind hier diese beiden Zählvariablen i und j. Das i wird immer größer, sozusagen die Folge der bereits aufsteigend sortierten Karten wird immer größer. Wenn wir wieder um einen weiter nach rechts, dann laufen wir sozusagen gegenläufig mit dieser Karte an die richtige Position. Dazu dient dann die zweite Schleife, die 8. Und das machen wir halt, bis wir alles durchsortiert haben. Ja? Die 2 kommt jetzt nach ganz links. Die 9, da geht es zügig, und dann die 6 wird nochmal an die richtige Position gebracht. Zwischen die 5 und die 7. So, und das Ganze ist sortiert. Und das ist sozusagen der Ablauf. Und im Code drückt sich das dann so aus. Ja, dummerweise habe ich jetzt bei diesem Code die Zählvariablen anders benannt. Das J war sozusagen das I eben und das I hier bei diesem Code war das J eben. Ja, aber das ist sozusagen Abstraktionsfähigkeit, die man manchmal als angehende Informatiker, Informatikerin braucht. Ja, da müssen wir jetzt schnell gerade umschalten. Also das ist sozusagen das Aufsteigende. Damit wird die Folge größer. Und mit dem I bringen wir es an die richtige Stelle. So, und das hatte ich bei der Einleitung auch gesagt. Das können wir uns jetzt angucken, indem wir das Ganze beobachten. Das würde man beispielsweise machen, indem man Zeiten misst. Das können Sie in Java ganz komfortabel machen. Entweder in Millisekunden messen, in Nanosekunden messen. Und was mache ich dann typischerweise? Na, bevor ich einen Programmcode ausführe, hole ich mir im Prinzip eine Starttime. Ja, hier jetzt mit dem System.nanotime. Dann führe ich sozusagen den Programmcode aus. Dann messe ich erneut sozusagen die Zeit, nochmal mit dem Aufruf von System.nanotime. Ziehe davon natürlich die Startzeit ab, ja, und habe dann sozusagen die Zeitmessung dieses Programmcodes. Ja. Das kann man ganz einfach machen.
Und wenn man dann hier das, den Folien, die hatte ich teilweise schon mal gezeigt, wenn ich das jetzt im Prinzip mache hier mit diesem Sortieren, ja, dann würde man beispielsweise Zeiten rausbekommen, wie ich sie jetzt hier irgendwie dargestellt habe, ja, mit 500 Elementen. Ich habe jetzt hier in Millisekunden gemessen, 1000, 2000. Man kriegt im Prinzip eine aufsteigende Folge. Mal gucken, so hier ist die Maus. Maus wird nicht gezeigt. So. Ja, und dann kann man letztendlich schon irgendwie prognostizieren, was dabei rauskommt, ungefähr zumindest, wenn ich hier, in diesem Fall habe ich einfach die Anzahl der zu sortierenden Elemente immer verdoppelt. Und dann hatten wir, das hatte ich, glaube ich, bei der Einleitung auch schon mal gemacht, dann lasse ich sie jetzt nicht mehr raten, da gehe ich mal direkt drauf, gehe ich mal direkt zu über. Ja, dann komme ich da auf Werte. Ich muss mal ganz kurz fragen, wenn ich jetzt hier mit der Maus die bewege, die sehen Sie nicht, ne? Wollen Sie gerade meine Maus sehen? Können Sie nicht sehen. Nein. Nee, das ist blöd. Ich habe irgendwie so einen Doppelmonitor. Jetzt zeige ich die auf dem linken Monitor nicht an. Oder was? Also ich sehe die Maus gerade. Jetzt kann ich sie auch sehen. Jetzt, ja, ich muss sie bewegen, sonst ist sie nicht zu sehen. Das ist ein bisschen blöd. Genau. Muss ich mit meiner Maus hier hin und her wackeln. Genau, man kommt dann ungefähr auf so eine jeweils Vervierfachung und je größer ich hier im Prinzip das n wähle, umso ja, exakter wird sozusagen diese Konstante. Ja, das heißt, man würde, wenn ich sowas mache, wenn ich das experimentell analysiere, dann komme ich ungefähr auf das Verhältnis hier. Naja, wenn ich das n verdopple, dann wird die Laufzeit wird vervierfacht. Ja, das lässt einen dann zu der Annahme kommen, naja, da steckt wohl letztendlich im Prinzip so ein quadratischer Faktor dazwischen. Ja, das heißt, die Laufzeit, das ist in etwa irgendwie eine Konstante a und das n hoch b, wobei das b halt in diesem Fall im Prinzip eine 2 wäre. So, das hat, kann man natürlich machen. Aber so Einfluss auf diese experimentelle Analyse haben eine ganze Reihe von Faktoren und Faktoren sind da sicherlich einmal systemunabhängige Effekte. Also jetzt das ausführende System meine ich jetzt hier mit System. Das ist nämlich einmal der Algorithmus, der bestimmte Eigenschaften hat und auch die Art und oder die Art der Eingabedaten. Gar nicht mal so sehr, ob es sich jetzt um zu sortierende Zahlen handelt, ob es sich um zu sortierende Zeichenketten handelt, sondern vielmehr die Art und Weise, wie gut die Zahlen beispielsweise vor oder die zu sortierenden Werte vorstrukturiert sind. Oder ob das eine zufällige Folge ist. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von systemabhängigen Effekten. Und zwar einmal bezogen auf die Hardware. Ja, was habe ich eigentlich für ein System hier? Wie viel Speicher habe ich zur Verfügung? Software, die zum Einsatz kommt. Das System. Wenn ich beispielsweise eine ganze Reihe von Prozessen parallel laufen lasse, dann hat das natürlich Einfluss auf die gemessene Laufzeit. Ich müsste dann vielleicht wirklich nochmal genauer in diese Laufzeitmessung reingehen und schauen, wie viel Zeit wird denn tatsächlich durch meinen individuellen Rechenprozess verbraucht. Ja, wenn da jetzt irgendwie viel parallel läuft, ja, dann bekommt mein Programm vielleicht gar nicht so viel Ressourcen zugewiesen, um das wirklich an einem Stück durchzuführen, sondern wird behindert durch andere Prozesse, die parallel laufen. Das spielt natürlich bei so einer Laufzeitmessung mit rein. Das sind Dinge, die man beachten muss. Ist natürlich leicht ausführbar. Man muss typischerweise eine Reihe von Experimenten durchführen. Das kann man aber schnell machen. Auch dafür kann man sich sozusagen ein äußeres Programm schreiben, dass man das sozusagen auch automatisiert führt. Aber um tatsächlich eine Aussage zu treffen, wie gut dann eine Prognose sein wird, ist es halt irgendwie schwierig. Ja, das kann man mal machen, um irgendwie ein Gefühl zu bekommen. Und würde ich auch immer mal raten, das wirklich mal durchzuführen. Aber exakte Aussagen bekommt man dadurch nur bedingt. Darum ist es irgendwie wichtig, dass man das Ganze ein bisschen exakter betrachtet. Und darum geht es hier jetzt bei diesem
Thema Algorithmenanalyse. Da guckt man sich typischerweise an, ja, wie ist sozusagen der Zeit- und der Speicherplatzbedarf in Abhängigkeit der Eingabegröße. Ja, das ist immer irgendwie wichtig, dass man sich überlegt, wie groß ist eigentlich meine Eingabe, was habe ich überhaupt für eine Eingabe, wie groß ist meine Eingabe und wie verhält sich dann der Zeitbedarf und der Platzbedarf in Abhängigkeit dieser Eingabegröße. So, und das, was man da typischerweise macht, also wir wollen das analysieren, um irgendwie eine Vorhersage treffen zu können über die benötigten Ressourcen. Und das Ganze wird typischerweise unabhängig von einer konkreten Hardware gemacht, sondern macht das im Prinzip auf so einem generischen Modell. Das ist natürlich eine starke Vereinfachung. Man nimmt da das Modell einer sogenannten Random Access Machine, wo man letztendlich einfach nur die Anzahl der Rechenschritte zählt. Ja, das heißt, man guckt sich an, was sind eigentlich die durchgeführten Schritte. Ja, hier beispielsweise Elementaroperationen wie eine Addition zweier Werte, eine Multiplikation, Subtraktion, eine Zuweisung, ein Vergleich in der if-Anweisung, ein Aufruf einer Methode oder einer Funktion. Und die zählt man einfach stumpf durch. Und wenn ich dann beispielsweise Schleifen habe, wie wir das bei diesem Insertion Sort eben gesehen haben, ja, dann zählt man natürlich die Schleifen nicht als Elementaroperation, sondern man guckt sich an, wie häufig denn eine Schleife durchlaufen wird. Ja, und das ist bei einer Vorschleife natürlich relativ einfach. Auch bei einer While-Schleife ist das relativ einfach. Da kann man das einfach anhand der Parameter, die man da angibt, kann man das relativ einfach abzählen. Spannender wird es schon bei diesem Insertion Sort, den wir eben gesehen haben, wo ja die innere Schleife abhängt von der Vorstrukturierung der Daten. Da kann ich das vielleicht nicht so einfach vorhersehen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Genau, auch wir sagen einfach, Speicherzugriffe benötigen genau einen Schritt und wir sagen auch, es steht beliebig viel Speicher zur Verfügung. Das ist ein stark vereinfachtes Modell, aber ist sozusagen der Ansatz, den man hier an den Tag legt, wenn ich jetzt die Analyse von einem Algorithmus durchführen möchte. Und die Laufzeit, auch das können wir gut an diesem Beispiel Insertion Sort sehen, ist natürlich von der Größe der Eingabe abhängig. Ja, beispielsweise die Anzahl der Eingabeelemente, da sieht man da direkt, weil ja sozusagen diese äußere Vorschleife, ja, die durchläuft ja gerade alle Elemente. Ja, und die Eingabe kann natürlich ganz vielfältig sein. Ja, bei dem Thema Sortieren ist das die Anzahl der Elemente, die da zu sortieren sind. Wir werden im zweiten, spätestens dritten Sprint werden wir auf ein Modell eingehen, und zwar das Modell von Graphen. Die bestehen aus Knoten und Kanten. Kanten sind Verbindungen zwischen den einzelnen Knoten. Beispielsweise ist so ein Straßennetzwerk, wo ich Kreuzungspunkte quasi über eine Straße miteinander verbinde. Das ist quasi das Abbild eines Graphen in der realen Welt. Ja, Hintergrund wäre da beispielsweise, wenn Sie sowas wie Routenplanung machen. Ja, und wenn ich da einen Aufwand schätzen will, dann ist die Eingabe typischerweise halt ein solcher Graph. Ja, und dann ist das natürlich irgendwie abhängig, wie groß ist dieser Graph. Und die Größe des Graphen misst sich beispielsweise in der Anzahl der Knoten und Kanten. Die Laufzeitanalyse, die macht man ja typischerweise auf dem Pseudocode, den ich halt für so eine Random Access Machine formuliere. Das kann ich letztendlich aber auch natürlich auf einem konkreten Code, den ich beispielsweise in Java implementiert mache. Da sind dann halt, ist die Syntax ein bisschen anders. Der Code ist in der Regel ausführlicher, aufwendiger, detaillierter. Ja, darum ist es vielleicht manchmal leichter zu sagen, ich formuliere mir das in so einem Pseudocode,
Wohl wissentlich, dass ich natürlich hinter einer Operation, die ich da in so einer Pseudonotation formuliere, mir immer vor Augen halten muss, ist das jetzt wirklich eine Elementaroperation oder steckt da irgendwie noch eine Folge von Operationen dahinter? Ja, das muss ich mir halt irgendwie immer überlegen. Und ich sage einfach, dass jede Zeile des Pseudocodes benötigt eine konstante Zeit. Es sei denn, ich habe halt irgendwie einen Aufruf dahinter, ich habe einen Methodenaufruf, einen Funktionsaufruf oder ich habe einen komplexen arithmetischen Ausdruck, den ich da auswerte, dann zähle ich sozusagen innerhalb einer Zeile natürlich sozusagen die Anzahl der Elementaroperationen. Ja, und die Laufzeit ergibt sich einfach aus der Anzahl der Ausführungen jeder Zeile. Das heißt, ich zähle das einfach nur stumpf durch. Und das haben wir bei dem Insertion Sort gemacht. Ich zeige das gleich nochmal. Auch das haben wir vielleicht schon gesehen. Laufzeit kann abhängig sein von der speziellen Art der Eingabe. Auch da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das heißt, gucken wir uns das nochmal ganz kurz hier an, wie ich das im Prinzip mache. Insertion Sort, da sage ich jetzt zunächst mal, ich habe irgendwie, jede Zeile kostet mich irgendwie eine konstante Größe nochmal. Hier beispielsweise muss ich mir irgendwie überlegen, was passiert denn eigentlich bei so einer Vorschleife? Da haben wir eine initiale Zuweisung, nämlich das J bekommt die 2 zugewiesen. Dann habe ich im Prinzip mit jeder Ausführung dieser Vorschleife, das ist blöd mit dieser Maus hier, habe ich natürlich den Vergleich, ist das J noch kleiner als der Endpunkt der Schleife, ist das kleiner als das N. Ja, das heißt, ich habe im Prinzip Kosten pro Zeile. Und dann muss ich mir überlegen, wie häufig wird das ausgeführt. Ja, sozusagen, das Ding wird hier N-mal ausgeführt. Indem ich sozusagen hier n-1 mal steigen wir in die Schleife ein. Ja, und einmal wird natürlich diese Zeile noch ausgeführt für den Abbruch der Schleife. Dann haben wir Kosten hier. Die könnte ich auch zählen. Hier beispielsweise hätten wir einmal den Zugriff auf das Element a von j. Das wäre sozusagen Kosten 1. Dann haben wir die Zuweisung von a von j, also dieses Wertes in diesem Feld, an die Variable Key. Das ist im Prinzip Kosten, da hätten wir sozusagen Kosten 2 und im Prinzip auch ein Speicherzugriff auf das Element Key ist sozusagen Kosten 1. Ich fasse das aber jetzt sozusagen als, das sind konstante Kosten, die hängen nicht von der Größe der Laufzeit ab. Das meine ich sozusagen mit dieser Bezifferung hier C1, C2 und so weiter. Ja, und dann, wie häufig wird das durchgeführt? Naja, wir laufen n-1 mal durch diese Schleife durch, ja, für den Wert 2, für den Wert 3, für den Wert 4 und so weiter bis zum Wert n. Ja, das heißt, das sind genau n-1 Durchläufe, die hier ausgeführt werden mit diesen Kosten. In diesem Fall würde ich das jetzt sozusagen mit der Größe 3 beziffern. Ich habe es jetzt hier abstrakt als Kosten C2 für diese Zeile. Kosten, Kommentar. Kommentar wird typischerweise während des Kompilierens rausgefiltert. Ja, sind Kosten 0. Müssen wir nicht berücksichtigen. Dann die Kosten der Zeile C4. Der Zeile 4 habe ich hier mit Kosten C4 beziffert. Da haben wir eine Rechnung. Wir haben einen Zugriff auf die Variable J. Wir haben eine Rechnung J-1. Wir haben die Zuweisung und wir haben den Zugriff auf das I. Ja, das könnten wir jetzt als Kosten 4. Ich habe es hier wieder als abstrakt als konstante Kosten C4 beziffert. Dann die While-Schleife. Natürlich n-1 mal. Ja, das ist ja alles innerhalb der äußeren Vorschleife. Kosten C5, sozusagen die Ausführung dieser Zeile 5. Da haben wir 2 Vergleiche, die da durchgeführt werden. Wir haben Speicherzugriffe, beispielsweise das Element A von I muss gelesen werden. Ja, habe ich jetzt mal als C5 abgekürzt. Ja, und da hängt es jetzt davon ab, wie häufig hier denn jetzt sozusagen für eine bestimmte Eingabefolge diese While-Schleife durchlaufen wird. Und das habe ich jetzt hier mal abstrakt so beschrieben als TJ. TJ ist die Anzahl der Schleifendurchläufe,
für den Wert von J. Wir müssen uns gleich angucken, wie das denn aussehen kann. Ja, das kann ich jetzt erstmal noch gar nicht genau sagen, weil das ist was anderes. Das haben wir eben gesehen bei dieser Demo von dem Insertion Sort. Manchmal läuft eine Karte ganz von seiner Position ganz nach links. Ja, dann müssen wir sozusagen ganz an den Anfang laufen. Ja, dann ist sozusagen das I größer 0 die Abbruchbedingung dieser Wahlschleife. Manchmal war aber auch diese zweite Abbruchbedingung, das AI ist größer als Key, die Abbruchbedingung für diese Wahlschleife. Das war dann der Fall, wenn sozusagen das Element, was einzusortieren ist, nicht ganz bis nach links durchwandert, sondern irgendwo sozusagen im Inneren der bereits sortierten Folge, des bereits sortierten Anfanges sozusagen stehen bleibt. Und hier spielt jetzt eine Rolle, wie gut sind die Daten eigentlich vorstrukturiert. Das können wir jetzt so noch gar nicht sagen, darum habe ich es hier abstrakt beschrieben. Das wird natürlich für jeden Schleifendurchlauf der äußeren Schleife durchgeführt. Das ist sozusagen diese Summe, die ich hier bilde. Ja. Ist echt blöd mit dieser Maus, sorry. Also diese Schleife, diese Summe hier, J gleich 2 bis N. Ja, und für jeden Wert von J nehmen wir jetzt mal an, TJ sei die Zeit oder die Anzahl der Schleifendurchläufe für den Wert von J. So, hier wieder C6. Auch da gibt es elementare Kosten, Zugriffe auf AI, Zugriffe, erstmal Ausrechnung I plus 1, Zugriff auf AI plus 1, dann diese Zuweisung. Auch das verursacht Kosten. Ja, und das wird jetzt im Prinzip TJ minus 1 mal aufgerufen. Ja, wenn die Zeile 5 TJ mal ausgeführt wird, ja, dann ist das Innere der Schleife immer ein weniger. Ja, dass irgendwann sozusagen das eine mehr in Zeile 5, das ist sozusagen gerade der Durchlauf, wo die Schleife abgebrochen wird. Das ist genau das Gleiche mit Zeile 7. Auch da haben wir TJ minus 1 mal das Ganze für alle Durchläufe für J. Und dann sind wir sozusagen mit der While-Schleife durch und wir haben die Zeile 8. Auch das verursacht Kosten. Das ist wieder N minus 1 mal. So, und wenn ich jetzt sozusagen diesen Algorithmus analysieren möchte, dann summiere ich einfach diese Aufwände stumpf auf. Wenn ich das mache, dann kommt da irgendwie sowas raus. Ja, wenn ich das jetzt im Prinzip alles aufsummiere, sozusagen diese roten Ziffern, die wir hier gerade hatten, oder diese roten Zeichen, die wir hier gerade hatten, dann kommt da raus, also Zeile 1 liefert C1 mal N-Kosten. Das habe ich hier vorne aufgeführt. Dann habe ich jetzt hier schon direkt zusammengefasst. Wir haben N minus 1 mal die Zeile C2, die Zeile C4 und die Zeile C8. Auch die habe ich hier schon zusammengefasst. Dann haben wir C5 mal das TJ und C6 plus C7 mal das TJ minus 1. Also die Summe über TJ minus 1. So, und jetzt ist sozusagen der Punkt, wo ich mir Gedanken machen muss, wie sieht das denn eigentlich mit diesem TJ aus? Das heißt, es gibt ja jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Eingabe vorstrukturiert sein kann. Ja, und wenn ich jetzt mir beispielsweise angucke, ich habe eine bestimmte Problemgröße, ja, dann habe ich mehrere Möglichkeiten, wie viele unterschiedliche Eingaben es denn für ein Problem der Größe n geben kann. Ich habe jetzt hier einfach mal, um das nur zu visualisieren, beispielsweise bei Problemgröße 2 haben wir vielleicht 2 Möglichkeiten der Eingabe. Bei Problemgröße 3 gibt es schon mehr Möglichkeiten, das sind dann irgendwie 8 Möglichkeiten. Bei Problemen der Größe 4 haben wir irgendwie wiederum mehr Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und die Anzahl der Rechenschritte, das ist jetzt hier sozusagen auf der Y-Achse abgetragen. Ja, da gibt es sozusagen günstige Fälle. Das habe ich hier mal so als BC, steht für Best Case. Dann gibt es irgendwie so einen mittleren Fall. Ja, der läuft irgendwie so durch diese Mitte dieser möglichen Eingaben. Und dann gibt es aber auch den Worst Case, WC. Das ist sozusagen der schlechtest mögliche Fall, der auftreten kann.
Der schlechtestmögliche Fall ist immer der auftritt, wenn ich sozusagen die maximale Anzahl an Rechenschritten durchführe. Und das hängt jetzt sozusagen von der Art der Eingabe ab. Ja, und jetzt können wir uns nochmal gerade überlegen, wie sieht das bei diesem Insertion Sort aus? Was ist der bestmögliche Fall der Eingabe und warum ist das dann der Fall? Da würde ich jetzt gerne mal eine Rückmeldung von Ihnen bekommen. Was ist der Best Case bei dem Insertion Sort? Sortiert ist? Wenn es aufsteigend sortiert ist, warum ist das dann der bestmögliche Fall? Dann sind die Elemente ja schon an der richtigen Stelle und müssen nicht mehr verschoben werden. Die müssen nicht mehr verschoben werden und bezogen auf den Code heißt das, den wir da eben gesehen haben, dass wir niemals in diese While-Schleife einsteigen. Ja, diese While-Schleife, die wird sozusagen immer schon mit der Abbruchbedingung wird die sozusagen beendet. Ja, wir durchlaufen diese Zeilen 6 und 7, das Innere der While-Schleife, die wir da eben hatten, da steigen wir gar nicht mehr ein. Der Worst Case ist genau dann, wenn es umgekehrt sortiert ist. Nämlich immer dann, wenn wir sozusagen das einzufügende Element ganz nach links bringen müssen. Dann durchlaufen wir sozusagen die größtmöglichen Anzahl an Schritten in dieser inneren While-Schleife. Und dieser Average Case, der tritt halt ein, wenn wir so in etwa immer bis zur Mitte laufen. Und die Schwierigkeit ist, dass man, den Best Case, das ist irgendwie, das kann man immer irgendwie, da kann man vielleicht was zu sagen. Zum Worst Case kann man auch immer irgendwie was sagen. Der Average Case, der ist halt häufig schwierig vorherzusagen. Da müsste ich eigentlich immer irgendwie so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung haben für meine Eingabedaten. Und das habe ich häufig nicht. Das heißt, wenn wir das jetzt mal hier so bezeichnen, fasse ich nochmal gerade hier zusammen. Wir haben, wenn man mit T von N, das ist typischerweise immer die Bezeichnung, die ich verwende, wenn ich die Laufzeit eines Algorithmus bei Eingabegröße N bezeichnen möchte, oder damit bezeichne ich das, dann unterscheiden wir diese typischen drei Fälle. Worst Case, das ist eine obere Schranke, das ist sozusagen die maximale Laufzeit, die auftreten kann. Dann haben wir den Best Case, das ist die minimale Laufzeit, die auftreten kann. Ja, und irgendwie so einen mittleren Erwartungswert, der auftritt oder die Eintritt, die Zeit. Und das ist aber gar nicht so ganz einfach, das immer vorherzusagen. Ja, wie ist denn die Wahrscheinlichkeitsverteilung für so eine Eingabe, die ich da habe? Ja, das hatten wir gerade, der günstigste Fall, der bei Insertion Sort eintritt. Wenn ich dann sozusagen annehme, dass wir beispielsweise die Folge bereits sortiert haben, wenn ich dann diese Formel, die ich da eben stehen hatte, wenn ich die dann sozusagen ausrechne, ja, dann kommen wir da auf eine Laufzeit. T von N ist irgendwie A mal N. Jetzt habe ich hier ein großes N verwendet, das sei jetzt die Größe der Eingabe, plus B, also irgendwie eine lineare Funktion. Das ist in diesem Video AUD unten 1, unten 5, irgendwie, glaube ich, alles irgendwie dargestellt. Das ist eine etwas längliche Rechnung, aber nichts Kompliziertes. Da klammere ich nur mal so ein bisschen aus, fasse da im Prinzip diese konstanten Faktoren zusammen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Ja, dieses A, was ich hier habe, ja, das ist irgendwie eine Summe aus diesen Konstanten C1 bis C8, die da sozusagen als multiplikativer Faktor vor dem N als Größe der Eingabe stehen. Und das B setzt sich auch irgendwie zusammen aus diesen C1 bis C8. Irgendwie Addition, Subtraktion. Wenn die Folge umgekehrt sortiert ist, auch das kann man irgendwie gut ausrechnen, dann kommt da was raus, was ja im Prinzip eine quadratische Funktion in der Größe der Eingabe ist. Ja, also irgendwie ein a n Quadrat plus b n plus c. Auch diese a, b, c setzen sich irgendwie zusammen aus diesen c1 bis c8, die wir da eben verwendet hatten. Und wenn wir da irgendwie so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung annehmen und sagen, in etwa erfolgt die Einsortierung des Elementes immer so in der Mitte,
Ja, auch da kommen wir auf eine quadratische Funktion. Ja, und das ist in der Algorithmenanalyse, weil man diese Wahrscheinlichkeitsverteilung häufig gar nicht annehmen kann. Und weil man eigentlich auch eine Aussage haben möchte, was ist denn sozusagen der schlechteste Fall für meinen Algorithmus, der eintreten kann, guckt man typischerweise eigentlich immer auf den Worst Case. Ja, der Best Case ist eigentlich uninteressant, weil man eigentlich immer irgendwelche Spezialabfragen durchführen kann, um irgendwie einen Best Case zu produzieren. Ja, der ist eigentlich uninteressant, sondern man möchte ja eigentlich eine Aussage haben, naja, wie schlimm kann es denn eigentlich werden? Ja, und darum guckt man bei dieser Algorithmenanalyse typischerweise auf diesen Worst Case oder auf den ungünstigsten Fall. Ja, und dieser wahrscheinlich und dieser Average Case, A, ist es in den meisten Fällen gar nicht vorauszusagen, wie denn eine Wahrscheinlichkeitsverteilung sein wird. Ja, und häufig ist es auch so, dass wenn man das denn dann hat, ja, das Ergebnis trotzdem nicht besser ist als auch der Worst Case, ja, wie das hier beispielsweise bei dem Insertion Sort der Fall ist. Darum begnügt man sich in der Regel mit einer Worst Case Analyse. So, und was das jetzt beispielsweise bezogen auf Algorithmen oder sagen, auf typische Laufzeiten hat, was die Auswirkung ist, das ist eine Tabelle hier. Wenn man mal annimmt, ich habe so typische Größen von Laufzeiten. Ja, hier oben, ich habe eine logarithmische Laufzeit, ich habe lineare Laufzeit, dann n log n quadratische Laufzeit, dann exponentielle Laufzeit oder n Fakultät als Laufzeit. Und dann sieht man, naja, Logarithmen, und jetzt hier links sozusagen abgetragen, die Größe der Eingabe, 10, 20, 100, 1000 und so weiter bis 1 Milliarden. Ja, das ist im Bereich log n, wenn ich jetzt mal annehme, ich sage, eine Operation kostet eine Nanosekunde, ja, dann ist logarithmische Laufzeit, das ist irgendwie völlig unkritisch, selbst lineare Laufzeit oder auch n mal log n ist noch ganz vernünftig. Ja, aber wenn ich spätestens dann, wenn ich hier sowas wie quadratische Laufzeit habe, dann muss ich schon darauf achten, naja, wenn mir das Ergebnis wichtig ist, dann ist, naja, auch eine Rechenzeit von 115 Tagen wäre vielleicht akzeptabel, wenn ich damit ein ganz spektakuläres Ergebnis erziele. Ja, aber 31,7 Jahre, das ist irgendwie schwer verdaulich. Aber in Größenordnung, hier 10 Millionen, 1 Million, das sind irgendwie Größenordnungen, damit kann man auch noch leben. Ja, das ist natürlich, wenn ich jetzt hier sowas wie exponentielle Laufzeit habe oder noch schlechter, ja, dann ist, Sie sehen schon, die Möglichkeiten da, Beispiele durchzurechnen, ist sehr überschaubar. Ja, selbst bei Eingabegröße 100 wäre bei einer exponentiellen Laufzeit schon eine Laufzeit zu erwarten von 4 mal 10 hoch 13 Jahren. Also da kann man dann vielleicht Probleme der realen Welt, die dann vielleicht größer sein mögen als diese 100, kann man damit halt einfach nicht angehen. Das heißt, ein effizienter, wir reden eigentlich in der Informatik über effiziente Algorithmen, wenn wir uns sozusagen in der linken Hälfte dieser Tabelle bewegen. Ja, also wenn wir sowas haben wie, naja, wir begnügen uns mit Laufzeit, die durch ein Polynom beschrieben werden kann. Ja, das ist das, was wir typischerweise haben wollen, irgendwie mit möglichst kleinen Exponenten. Ja, n hoch 2 kommt vor, n hoch 3 kommt auch vor. Ja, und darüber hinaus wird es dann schon auch irgendwie schwierig. Ja, das heißt, wir reden eigentlich davon, dass ein Algorithmus effizient ist, wenn er polynomiale Laufzeit hat. Also wenn sich die Laufzeit als ein Polynom beschreiben lässt, wobei die Exponenten möglichst klein sein sollen. Und um das Ganze im Prinzip zu beschreiben, vereinfacht man die Situation ganz deutlich. Und da kommen jetzt sozusagen diese asymptotischen Wachstumskurven ins Spiel.
Und zwar guckt man sich da an, gar nicht mal so sehr die exakte Kurve einer oder die exakte Laufzeitkurve, sondern man guckt sich auch nicht die exakten konstanten Faktoren. Wir hatten da eben sowas wie a mal n Quadrat plus b mal n plus c. Ja, diese Konstanten, die da stehen, die interessieren uns eigentlich gar nicht, sondern man möchte das eigentlich möglichst einfach beschreiben. Und dazu bedient man sich ein bisschen Mathematik, wo man sagt, naja, ich versuche mal, Funktionen zu finden, die meine Laufzeitkurve im Prinzip wie eine Schranke beschränken. Das ist hier in dieser linken Grafik dargestellt. Ich versuche, obere und untere Schranken zu finden. Ja, wenn diese blaue Kurve da die exakte Laufzeit abbildet, ja, das sei jetzt beispielsweise das, was wir da eben hatten beim Insertion Sort im Worst Case, dann versuchen wir eigentlich, eine Beschreibung dieser Laufzeit zu finden, die wir als möglichst einfache Funktion beschreiben können. Und zwar verwenden wir da so eine obere Schranke, da soll eine möglichst einfache Funktion sein. Um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, wenn das beispielsweise jetzt, wenn wir das ausrechnen, das, was wir da eben beim Insertion Sort hatten, ja, da kommt dann vielleicht raus 1,73 mal n Quadrat plus 2,7 n plus 5, dann sind diese konstanten Faktoren, die wir da haben, sind gar nicht so spannend. Sondern wir möchten eigentlich eine Darstellung haben, die ist unabhängig von konstanten Faktoren, also diese 1,73, die möchten wir eigentlich gar nicht haben. Und Terme geringer Ordnung, die interessieren uns eigentlich auch gar nicht so sehr. Terme geringer Ordnung meint im Prinzip alles, was kleiner ist hier als n Quadrat, jetzt bei diesem Polynom oder bei dieser quadratischen Funktion. Das ist eine ganz radikale Vereinfachung, ja, und dazu bedient man sich dieser Groß-O-Notation. Und zwar diese Groß-O-Notation, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die ist auch auf der anderen Seite gar nicht so schlimm, weil wir später ganz drastisch da vereinfachen. Und zwar diese Groß-O-Notation, das bezeichnet im Prinzip eine Menge von Funktionen. Und zwar dieses Groß-O von g von n, das ist die Menge aller Funktionen f von n, sodass eine Konstante c, eine positive Konstante c existiert und eine natürliche Zahl n0, sodass gilt, dass f von n, das ist größer als n und auf der anderen Seite ist es kleiner als dieses c mal g von n. Ja, dieses g von n, das ist quasi eine obere Schranke, sagen wir, für dieses f von n und zwar es ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, das drückt im Prinzip diese Kurve hier aus. Jetzt hier diese rechte Kurve. Ja, dieses f von n, das verläuft da so ein bisschen hin und her und das verläuft mal oberhalb von diesem c mal g von n, mal unterhalb von diesem c mal g von n, dann wieder oberhalb und ab einem bestimmten Zeitpunkt, und das sagt dieses n0 hier unten aus, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist dieses c mal g von n immer oberhalb von f von n. Ja, und dann sagen wir, dass f von n in O von g von n liegt. Genau. Hey, dann lesen wir das ja auch mal. Ja, und als Begrifflichkeit werden unterschiedliche Aussagen getroffen, dass man sagt, g von n ist eine obere Schranke für f von n ist von der Ordnung g von n oder ist proportional zu g von n, hat die Laufzeit o von g von n oder f von n ist in o von g von n. Und beispielsweise bezogen auf das Ding, was wir eben hatten, also dieses Insertion Sort, was wir da eben hatten, ja, da stand eben, glaube ich, a mal n Quadrat plus b mal n plus c. Jetzt habe ich hier p n Quadrat plus qn plus r genannt. Ja,
Da gucken wir uns mal an, wie sieht das da aus. Wenn wir das hernehmen, ja, dann schätzen wir das jetzt ganz grob ab und können eigentlich sagen, dass, naja, pn² plus qn plus r, das ist sicherlich kleiner als pn² plus qn² plus rn². Ja, wir haben es hier irgendwie im Prinzip mit positiven Größen zu tun. Dann können wir das einfach ausklammern und dann können wir einfach sagen, naja, dann ist das wohl kleiner als c mal g von n, wobei c hier die Summe von p, q und r ist und das g von n ist n². Ja, und dann würden wir das hier zum Anlass nehmen, zu sagen, diese Laufzeit t von n, die jetzt sozusagen exakt ausgerechnet vielleicht irgendwelche Werte für p, q und r, pn² plus qn plus r ist, da sagen wir dann, das hat die Laufzeit von n² oder hat quadratisches Laufzeitverhalten oder ist von der Ordnung u von n². Das ist eine starke Vereinfachung hier an dieser Stelle, aber das wird in der Informatik typischerweise so verwendet, um im Prinzip die Laufzeit letztendlich eines Algorithmus zu charakterisieren. Ja, hier würden wir einfach sagen, das ist ein Algorithmus, der hat quadratische Laufzeit. Die Auswirkungen, die das dann hat, haben wir eben gesehen. Also wir können da schon vernünftig dimensionierte Probleme entsprechend bearbeiten. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere Oberschranken für dieses t von n. Ja, beispielsweise das hier sind auch obere Schranken. Beispielsweise, wenn ich hier sowas habe, t von n ist 2n² plus 3 mal ld steht für Logarithmus dualis, das heißt Logarithmus zur Basis 2 plus 15. Auch das hat als obere Schranke beispielsweise irgendwas wie 5 halbe mal n². Man ist, ja, beide Kurven haben ungefähr dasselbe Wachstum. Ab ungefähr n 0 gleich 7 verläuft g von n oberhalb von t von n. Ja, und im Sinne der Groß-O-Notation ist dann dieses g von n eine obere Schranke für das t von n. Man ist natürlich immer daran interessiert, auch beispielsweise n hoch 3 wäre auch eine obere Schranke. Ja, n hoch 4 ist auch eine obere Schranke, aber man ist natürlich irgendwie interessiert an oberen Schranken, die möglichst nah an der Laufzeitkurve verlaufen. So, das Ganze gibt es auch von unten. Von unten meint eine untere Schranke. Das ist dann die Groß-Omega-Notation. Da ist jetzt sozusagen, haben die das G und das F haben jetzt die Rollen vertauscht. Ja, da verläuft jetzt sozusagen dieses c mal g von n ab einem bestimmten Zeitpunkt unterhalb dem f von n. Ja, das könnte uns dann eine Aussage liefern, dass wir sagen können, naja, es wird nicht besser als dieses g von n. Ja. Auch das gucken wir uns nochmal hier irgendwo an. Auch wieder für dieses Beispiel. Auch das können wir abschätzen. Wenn wir sagen, naja, p, q und r, das seien jetzt mal positive reelle Zahlen, ja, wenn das positive reelle Zahlen sind, dann ist im Prinzip dieser Ausdruck p n² plus q n plus r ist dann sicherlich größer, weil n ist auch eine positive Größe, dann ist das sicherlich größer als pn². Ja, und wir können auch sagen, dass in diesem Fall, das gilt im Prinzip dann schon für n0 gleich 1, dass dann tn auch als untere Schranke das n² hat. Ja, und wenn beide zusammen gelten, also sowohl das Groß O als auch das Groß Omega, dann wird das bezeichnet als das Groß Theta. Da fassen wir dann im Prinzip beide zusammen. Das ist immer dann der Fall, also wenn das g von n sowohl eine obere als auch eine untere Schranke ist. Ja, man verwendet dann sicherlich andere konstante Faktoren für C1 und C2.
Ja, und das sieht dann in etwa so aus. Und damit ist dann das F von N und die Laufzeit F von N einigermaßen genau beschrieben. Ja, wenn wir sowohl eine obere als auch eine untere Schranke haben. Häufig werden wir uns aber damit begnügen, nur auf diese Groß-O-Notation zu gucken. Ja, das ist so dass die gängige Abschätzung von Algorithmen in der Informatik, dass man sagt, naja, ich möchte eigentlich nur wissen, ja, wie schlimm kann es eigentlich werden? Ja, und dafür dient diese Groß-O-Notation. Ja, und dann gibt es eine Reihe von Aussagen, also wenn sozusagen sowohl Groß O von G von N gilt, als auch Groß Omega von G von N, dann sagen wir, das ist Groß Theta von G von N, das ist halt eine exakte Wachstumsabschätzung. Ja, und dann gibt es eine Reihe von Regeln, wie man sozusagen hantieren kann. Und da gehe ich jetzt aber schnell drüber hinweg. Es gibt einmal die Konstantenregeln, dass man Konstanten einfach rauskürzen kann. Die interessieren uns nicht. Den Nachweis mache ich jetzt hier nicht. Das müsste eigentlich in einem der Videos zu finden sein. Ja, das heißt, diese konstanten Faktoren, ob da jetzt steht 5 halbe n Quadrat, 7 Drittel n Quadrat, diese konstanten Faktoren interessieren uns nicht. Das besagt diese Regel. Die nehmen wir einfach, kürzen wir einfach raus. Wenn f von n sozusagen in Theta von g von n liegt, dann gilt das auch umgekehrt. Es gibt sowas wie Reflexivität, dass sozusagen, wenn wir eine Funktion haben, die liegt auch immer sozusagen in ihrer eigenen Groß-O-Notation oder auch Groß-Omega, Groß-Theta. Diese Aussagen gelten. Und es gilt auch sowas wie so eine Transitivität. Das heißt, dass dieser Zusammenhang setzt sich fort. Das heißt, wenn F in O von G liegt, und G liegt in O von H, dann liegt auch F in O von H. Das Ganze gilt auch für Groß Omega und Groß Theta. Es gibt sowas wie die Summenregel. Wenn wir zwei Funktionen haben, die beide in O von H liegen, ja, das ist jetzt irgendwie eine ganz wichtige Regel, sage ich gleich, warum das wichtig ist, dann gilt auch, dass die Summe in O von H liegt. Ja, sage ich gleich, warum das eine ganz wichtige Regel ist. Und dann haben wir noch zum Abschluss die Polynomregel. Und zwar, wenn wir ein Polynom haben, a, m, n hoch m bis runter zu a1 n hoch, mal n plus a0, ja, dann interessiert uns eigentlich nur der größte Term hier oder der größte Exponent. Das heißt, ein Polynom oder eine Laufzeit, die diese Größenordnung hat, die ist von der Größenordnung n hoch m. Ja, auch das sozusagen, die kleinen Anteile, die lassen wir einfach ganz radikal weg. Das ist zwar eine ganz starke Vereinfachung hier, aber wird in der Informatik als typische Größenordnung verwendet, um die Laufzeit eines Algorithmus ganz grob zu charakterisieren. Ja, und diese starke Vereinfachung, die sollte auch dafür sorgen, dass Sie gar nicht so eine große Sorge vor diesem Thema haben sollten. Das ist zwar ein bisschen unhandlich, diese Groß-O-Notation, auch damit zu rechnen, ist irgendwie unhandlich, weil es da um eine Menge von Funktionen geht, aber die konkrete Anwendung, die ist dann letztendlich auch praktisch ganz gut nutzbar. Und da will ich jetzt gleich noch mal ganz kurz was zu sagen. Genau, und zwar, wenn wir jetzt die Komplexität eines Programmes abschätzen wollen, ja, dann machen wir das im Prinzip genauso, wie wir das eben gesehen haben. Wir zählen letztendlich oder gucken uns das Programm an und schätzen dann grob ab, ja, wie verhält sich das denn bei diesem Programm? Wir zählen die einzelnen Anweisungen und eine einzelne Anweisung ist immer in O von 1. Das heißt, die hat, wir sagen dann auch, die hat konstanten Aufwand. Die ist also unabhängig von der Größe der Eingabe. Wenn wir jetzt eine Folge von Anweisungen haben, ich hatte eben gerade gesagt, die Summenregel ist wichtig.
Wenn wir uns jetzt sozusagen die einzelnen Zahlen meines oder eines Programmes angucken, hier greift quasi die Summenregel. Ja, wir schätzen eine Zeile ab, wir schätzen die nächste Zeile ab, wir schätzen die weitere Zeile ab oder zählen da im Prinzip die Operation, ja, und dann summieren wir einfach auf. Ja, und dann nehmen wir uns sozusagen die den größten Aufwand raus. Wenn wir Schleifen haben oder wenn wir Bedingungen haben, dann gucken wir uns einmal natürlich an die Auswertung der Bedingungen. Die kostet Aufwand. Das ist typischerweise O von 1, es sei denn, da steckt beispielsweise irgendwie ein Methodenaufruf drin. Ja, dann müssen wir uns natürlich angucken, wie aufwendig ist die Methode. Und dann müssen wir uns natürlich angucken, was sind die Laufzeiten für den für diese beiden möglichen Ausgänge der Bedingung True und False Zweig. Dann nehmen wir einfach den größeren. Ja, ja, und bei einer Schleife, da gucken wir uns an, wie groß ist der Aufwand des Schleifenrumpfes. Und dann müssen wir uns überlegen, wie häufig wird die Schleife durchlaufen. Ja, das heißt, das Ganze summieren wir auf, so wie wir das eben gemacht haben. Genau, wenn wir jetzt beispielsweise einen Algorithmus haben, der keine Schleifen hat, keine Rekursionen, keine Funktionsaufrufe, quasi unabhängig von der Größe der Eingabe, dann ist das immer in O von 1. Ja, und ansonsten geht man genauso durch, wie wir das eben gemacht haben. Und es taucht ja auch die Frage auf, von wegen, ja, irgendwie, wie sieht das aus mit einer Abschätzung so für diesen mittleren Fall? Ja, das ist halt schwierig, wenn man keine Aussage treffen kann über die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Eingabe. Ja, dann steht man da sozusagen wie in einem Ochs vom Berge, weil das kriegt man nicht hin. Ja, wenn ich da keine Aussagen zu habe über die Wahrscheinlichkeitsverteilung, dann kann ich so eine Average-Case-Analyse auch nicht wirklich durchführen. Ja, wir haben das gemacht bei dem Insertion Sort, da haben wir das so ansatzweise gemacht, bei dem Quicksort haben wir das so ansatzweise gemacht. Aber im Allgemeinen ist das halt schwierig. Wir werden uns im Allgemeinen, und weil Sie ja immer interessiert sind, wie sieht das aus in so einer Klausur, da werden wir vielleicht sowas machen, wie so eine Worst-Case-Analyse, in der Regel für einen Code, den Sie selbst entwickeln. Ja, das heißt, Sie sollten dann bestrebt sein, auch guten Code zu entwickeln. Ich zeige da gleich noch irgendwie ein, zwei Beispiele zu. Genau, das hatten wir schon. Also ganz kurz im Prinzip zusammengefasst. Wir reden von effizienten Algorithmen. Und zwar, wenn wir konstante Komplexität haben, also Komplexität, die ist unabhängig von der Größe der Eingabe. Wenn wir lineare Komplexität haben, logarithmische Komplexität, mit Komplexität meine ich immer die Laufzeit, oder halt auch die Laufzeit lässt sich beschreiben durch ein Polynom. Nicht effizient ist ein Algorithmus immer dann, wenn wir sowas haben wie exponentielle Laufzeit. Da kommen wir nicht so weit, das haben wir an diesen Laufzeittabellen da gesehen. So, dann gebe ich Ihnen jetzt sozusagen nochmal zwei Denksportaufgaben mit. Eine machen wir gleich noch schnell, und zwar das beispielsweise, weil da auch nachgefragt wurde, war eine Klausuraufgabe, die ich mal irgendwann gestellt habe. Wir haben eine binäre Suchbaumstruktur. Das ist etwas, das kommt jetzt erst im nächsten Sprint, fällt mir jetzt gerade auf. Das können Sie jetzt vielleicht noch gar nicht, weil wir den binären Suchbaum noch gar nicht besprochen haben. Aber das ist sozusagen ja, ist eine Struktur, die ist aufgebaut, wie hier links dargestellt. Ich habe eine Klasse, da haben wir Daten als Elemente und wir haben Referenzen auf nachfolgende Objekte. Dann gibt es bestimmte Eigenschaften, die da gelten, nämlich dass sozusagen, wenn ich hier mir den Knoten 4 angucke, ja, ein Suchbaum ist immer dann der Fall, wenn alles, was links von der 4 einsortiert wird, kleiner ist als die 4 und alles, was rechts davon steht, ist größer. Und das gilt halt als auf jeder Ebene. Hat eine gewisse Verwandtschaft zum Heap, ja, aber der Unterschied zum Heap ist hier, dass wir hier auch eine Aussage treffen können über die
über die Größenordnung Elemente auf einer Ebene. Ja, hier, man kann auch eine Aussage treffen über das Verhältnis von 1 und 3 beispielsweise oder auch hier über 2 und 7. Das können wir bei so einem Heap nicht. Und hier war die Aufgabe, man soll ein kleines Programm entwickeln, was eine bestimmte Funktion liefert. Hier KGV, der kleinste gemeinsame Vorgänger, sollte das, glaube ich, heißen. Genau, ein gemeinsamer Vorgängerknoten von zwei Knoten. Ich übergebe im Prinzip zwei Werte, V1, V2, wo gesichert ist, dass die in dem Baum stehen. Und da soll ich im Prinzip ein Programmstück schreiben, was mir ja, einen gemeinsamen Vorgänger liefert. Beispielsweise gemeinsamer Vorgänger der 1 und 3 wäre die 2. Gemeinsamer Vorgänger von 3 und 6 wäre beispielsweise die 4. Gemeinsamer Vorgänger von 6 und 7 wäre die 7. Ja, und das war jetzt, wie gesagt, eine Klausuraufgabe. Aber es fällt mir jetzt gerade erst auf, dass wir den binären Subraum ja noch gar nicht gemacht haben. Da sollten Sie im Prinzip Pseudocode für entwickeln und den dann auch analysieren. Ja, und hier meint die Analyse wirklich im Sinne der Groß-O-Notation, was ist sozusagen der Worst Case? Und das ist dann, lässt sich dann relativ schnell machen. Ja, das wollte ich Ihnen eigentlich als Hausaufgabe mitgeben. Das lasse ich nochmal so stehen. Und ich mache jetzt nochmal ein ganz kurzes Beispiel. Und zwar nochmal das Thema ja, Korrektheit und Analyse. Da war auch nochmal nachgefragt für die, auch den Korrektheitsnachweis. Den werden wir immer nur im Kleinen durchführen können. Das ist ja gerade sozusagen die Herausforderung an Sie als angehende Informatiker und Informatikerinnen. Wir werden die formale Korrektheit eines längeren Programmstückes schwerlich formal nachweisen können. Das geht nicht. Ja, dafür ist das Thema zu komplex und wir können es auch nicht algorithmisch lösen. Wir können uns dann nur mit kleineren Dingen behelfen. Eine Geschichte ist hier sowas wie diese Schleifen-Invariante. Das hatten wir bei, ich glaube, beim Quicksort oder Mergesort hat man das gemacht, um dann sicherzustellen, dass dann im Prinzip so ein Programm auch tatsächlich funktioniert. Ja, wenn das machbar ist an gewissen Stellen, dann kann man sowas durchführen. Aber in aller Allgemeinheit werden wir das nicht hinbekommen. Ja, dafür wird das schnell viel zu komplex, die Möglichkeiten, die man hier in der Informatik hat. Ich mache das nochmal an einem ganz kleinen Beispiel. Und zwar würde ich jetzt einmal gerade hier die Präsentation abbrechen und würde einmal mein Arbeitsgerät wechseln. Ich habe das hier auf dem iPad. Jetzt muss ich das nochmal teilen, dass ich das mit dem Stift ein bisschen machen kann. So, wie funktioniert das? Genau, so, das können Sie jetzt hoffentlich sehen. Korrekte Analyse. Und zwar mache ich das in einem ganz einfachen Programmstück nochmal, vorzustellen. Einmal den Korrektheitsnachweis hier. Ich habe einen einfachen Algorithmus, ArrayMax, der mir aus einem Feld das größte Element liefert. Ich weiß nichts über das Feld. Wenn das Feld sortiert ist, könnte man sowas wie die binäre Suche machen. Da ich das nicht weiß, muss ich da im Prinzip einmal ganz durchlaufen. Und ich will noch mal ganz kurz eingehen auf dieses Thema Schleifeninvariante. Da würde ich Ihnen mal zwei Minuten Denkzeit geben. Wie sieht die hier aus? Ja, also das Programm leistet das. Ja, und wie sähe hier eine Schleifeninvariante aus? Sie haben zwei Minuten Bedenkzeit. Und dann sammle ich mal Ergebnisse ein. Also, genau.
Und wenn jemand da eine Idee hat, dann möge er oder sie sich melden und können wir das mal ganz kurz hier erläutern. Ich fange hier schon mal an zu zeichnen. In Anbetracht der Zeit sage ich nochmal schnell was. Also Schleifeninvariante, das ist etwas sozusagen eine Aussage, die ich treffe, die vor der Durchführung einer Schleife gilt, die mit jeder Durchführung der Schleife oder Durchlauf der Schleife aufrechterhalten wird und die dann auch bei Terminierung der Schleife gilt. Ja, und hier beispielsweise, da können wir als Schleifeninvariante festhalten, zu Beginn einer jeden Iteration enthält current max, naja, welchen Wert enthält das? Enthält current max sozusagen den größten Wert aus diesem, ja hier, ich male den mal hier so grün an. Den größten Wert aus diesem Teil des Arrays. Ja. Das heißt, current max enthält das maximale Element der Zahlen a0 bis i-1. Ja, und überprüfen muss ich das dann zum Zeitpunkt der Initialisierung. Aufrechterhaltung. Und Terminierung. Das gucken wir uns mal schnell an. Naja, in der ersten Zeile hier, da wird current max bekommt zugewiesen den Wert A0. Ja, und wenn ich sozusagen hier am Anfang der Schleife bin, also Initialisierung, ja, ist das offensichtlich das größte Element des ersten sozusagen Elementes hier, bevor ich in die Schleife überhaupt einsteige. So, dann, wenn Current Max zu Beginn der Iteration das größte Element ist aus diesem Bereich, ja, dann nehme ich jetzt sozusagen mit jedem Schleifendurchlauf dieses Element hinzu. Das vergleiche ich mit den bisherigen Größen. Ja, und wenn das größer ist als das bisherige Größte, dann bekommt Current Max diesen Wert zugewiesen. Das heißt, nach Durchlauf der Schleife, und das machen wir jetzt mal in blau, ja, nach Durchlauf der Schleife ist Current Max das Größte aus diesen Elementen. Ja, da ist jetzt sozusagen das noch mit dazugekommen. Das heißt, die Aufrechterhaltung dieser Aussage gilt, ja, und am Ende sind alle Elemente durchlaufen, ja, und wir geben sozusagen das größte Element aus dann allen untersuchten Elementen zurück. Das heißt, am Ende gilt dann auch, Current Max ist das größte Element von A0 bis AN-1. Das heißt, wir haben in allen Fällen sozusagen diese Schleifeninvariante oder die Gültigkeit dieser Schleifeninvariante. Ja, und damit können wir sicher sein, dass Current Max am Ende auch das Größte aus diesen Elementen ist. Ja, und wenn wir das jetzt im Prinzip noch mal ganz kurz überlegen, geben Sie mir noch 2 Minuten für diese Laufzeitabschätzung. Ja, auch hier würden wir jetzt einfach wieder zählen. Ja, man muss sich überlegen, wie häufig werden die durchgeführt, die Anweisungen. Und welcher Aufwand entsteht? Da habe ich sowas, wollte ich gar nicht.
kann ich das jetzt nicht irgendwie verschieben? Das geht leider nicht. Jetzt kriege ich das nicht hin. Dann schreibe ich das mal irgendwie hier in grün dran. Kann man grün erkennen? Ja, kann man erkennen. Das Ding wird genau einmal aufgerufen. Dann bei der Vorschleife, das wird, naja, von 1 bis n minus 1, das wird genau n mal aufgerufen. Müssen uns halt überlegen, auch da gibt es mehrere Schritte, die durchgeführt werden. Es wird einmalig aufgeführt, ausgeführt, die Zuweisung i bekommt den Wert 1. Dann müssen wir in jedem Durchlauf hier prüfen, ob i kleiner ist als n minus 1. Genau, dann haben wir das Innere der Schleife, wird n minus 1 mal durchgeführt und zum Ende wird das einmal ausgeführt. Und hier auch muss man sich überlegen, wie viel Aufwand entsteht hier pro Zeile. Wenn wir das jetzt ganz exakt machen, ja, hier haben wir sozusagen einen Lesezugriff aus diesem Array. Dann haben wir den Vergleich, das müssen wir auslesen. Hier haben wir eine Zuweisung a von i an current max. Auch da haben wir eine Operation, zwei Operationen. Das heißt, wir haben hier im, wenn wir das aufsummieren, muss ich gerade mal überlegen, da oben haben wir auch zwei Anweisungen, das habe ich eben nicht gesagt, hier haben wir zwei Anweisungen. Wenn wir das aufsummieren, im besten Fall der beste Fall ist, wenn das größte Element. Was ist der beste Fall? Wenn a von 0 schon das Maximum ist? Genau, dann wird nämlich sozusagen Zeile 4 niemals ausgeführt. Beste Fall a 0 ist max, sage ich mal. Ja, wenn wir das dann irgendwie aufsummieren, dann kommt man letztendlich auf einen Aufwand von 6n. Worst Case tritt ein, wenn A aufsteigend sortiert ist. Dann kommt man, wenn man das genau ausrechnet, auf 8n minus 2. Ja, und dann würden wir das jetzt grob abschätzen, Laufzeit von T von n. Können wir abschätzen als O von n. Denn wir haben im schlechtesten Fall haben wir hier eine Laufzeit 8n minus 2. Ja, und jetzt können wir sagen, im Rahmen von dieser, je nachdem, wie groß jetzt die primitiven Operationen tatsächlich sind, können wir sagen, so, der Aufwand ist, ich schaue mal tatsächliche Kosten. Wenn wir mal sagen, das ist im Worst Case d mal, sagen wir jetzt dieses d einfach annehmen als die konkreten Kosten für die Ausführung einer Elementaroperation. Ja, dann gilt jetzt im Rahmen von dieser Groß-O-Notation für c gleich 8d und n0 gleich 1 gilt d mal 8n minus 2 ist kleiner als c mal n für alle n größer n0. Ja, und das ist sozusagen ja die Bedingung dafür, dass wir das hier sagen können. Ja.
Und wenn ich jetzt sozusagen so einen Algorithmus habe, ja, dann können wir eigentlich sozusagen aufgrund von solchen einfachen Beispielen können wir sagen, naja, wenn wir hier im Prinzip sowas haben wie eine Schleife, die läuft durchläuft n Elemente oder ob es auch n minus 1 Elemente ist, das ist relativ egal. Das hat immer Aufwand von O von n. Und wenn wir jetzt beispielsweise hier unten nochmal einen Block hätten mit einer weiteren Schleife, ja, dann hatten wir eben da diese Folie, wie wir sozusagen den Aufwand eines Programmes bestimmen. Ja, der wäre dann auch O von n und dann wäre sozusagen die gesamte Sequenz aus zwei nacheinander durchgeführten Schleifen O von n. Wenn wir eine geschachtelte Schleife haben, wie wir das eben bei dem Insertion Sort haben, ja, dann hätten wir vielleicht die äußere Schleife n Durchläufe, die innere Schleife im Worst Case auch n Durchläufe, von mir aus auch irgendwie mal abnehmend, wie wir das eben bei dem Insertion Sort haben. Die innere Schleife läuft ja nicht immer über alle n Elemente, ja, sondern das wächst ja im Prinzip an. Ja, aber auch trotzdem ergibt sich dann da immer eine Multiplikation sozusagen dieser Schleifenlänge, Schleifengröße und haben dann da n Quadrat. Dreifach geschachtelte Schleife können wir mal von ausgehen, das ist dann n hoch 3. Ja, das heißt, wir abstrahieren da sehr schnell und werden sehr grob, um letztendlich so eine relativ grobe Einschätzung von der Güte eines Algorithmus zu bekommen. Ja? Und viel mehr werde ich da im Rahmen von der Klausur, weil das ja immer Ihre Sorge ist, auch gar nicht abfragen. Ne? Das werden dann eher so kleinere Beispiele sein oder es wird vielleicht sowas sein, das Beispiel, was ich da eben hatte, da mit dieser binären Suchbaumstruktur. Da werden wir dann feststellen, naja, die Operationen auf Bäumen, wenn die vernünftig aufgebaut sind, ist die immer in Abhängigkeit der Höhe des Baumes und bei einem guten Baum haben wir dann immer logarithmische Laufzeit. Ja, das ist aber eher Sprint 2, da gehe ich da nochmal drauf ein. So, jetzt habe ich die Zeit deutlich überzogen, bin aber jetzt irgendwie durch. Ich möchte noch einen ganz kurzen Hinweis loswerden. Und zwar, Sie müssen sich noch für Termine eintragen, für das Review nächste Woche. Nächste Woche gucken wir uns ja mit Ihnen an, was Sie programmiert haben. Dafür machen wir ein Review mit Ihnen und wir gucken uns auch Ihre Zusammenarbeit an. Jetzt muss ich einmal ganz schnell meinen Browser aufmachen hier, damit ich Ihnen das noch einmal ganz kurz zeige. Sie können sich da Termine buchen in dem Elias. Das haben bislang erst ganz wenige von Ihnen gemacht. Ich muss mich da einmal schnell anmelden. Das schmeißt mich genauso immer raus wie Sie auch. So, das teile ich nochmal ganz kurz. Müssten Sie jetzt sehen. So, ich habe gestern den zweiten Lernsprint veröffentlicht. Einmal das zur Info. Da finden Sie jetzt die Inhalte für den zweiten Lernsprint. Die Tests sind noch nicht ganz fertig. Da brauche ich diese Woche noch. Die werden dann irgendwie spätestens nächste Woche freigeschaltet sein. Das sollte aber kein Problem sein. Für Sie nochmal der Hinweis, gehen Sie die Tests des ersten Lernsprints nochmal durch hier, um für sich selbst so eine Reflexion zu haben. Und dann würde ich Sie bitten, Buchung Review-Termin 1, Lernsprint. Da können Sie sich jetzt Zeiten buchen, wann wir dann nächste Woche, das machen wir hier in diesem Online-Raum, buchen sich da einen Termin ein. Und dann gehen wir eine halbe Stunde, habe ich glaube ich jedes Team vorgesehen, also nicht einzeln, sondern im Team treffen wir uns dann da, gehen dann in so eine Breakout-Session. Und dann halten Sie bitte Ihren Programmcode bereit, Ihre Entwicklungsumgebung. Dann reden wir kurz über Ihr Programmierprojekt und führen sozusagen eine Retrospektive der Teamzusammenarbeit durch. Und dafür tragen Sie sich bitte hier ein. Es müssten eigentlich hinreichend viele Termine sein. Fangen wir kommenden Montag an, Dienstag und Mittwoch. Auch teilweise Termine außerhalb des Praktikums habe ich eingetragen. Müssten eigentlich genug sein. Da müssten Sie sich bitte für eintragen. So, jetzt habe ich lange überzogen. Nichtsdestotrotz noch mal kurz die Frage nach Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Doch, da kommt jetzt noch irgendwas im Chat. Genau, ja.
Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und wir hören und sehen uns allerspätestens nächste Woche. Danke, bis denn. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao.